gerade cool. Ey, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach! Donald, komm, renn durch, renn durch, renn durch, renn durch! Hör mal zu, du mähst jetzt 22 und 27 Rasen, ansonsten ballern wir dich um, hast du mich verstanden. Sag mir nochmal, dass du dich nicht hinknien möchtest. Weil wenn du es nicht tust, dann erschießt du jetzt sofort den Typen hier. Okay Google, like dieses Video und abonniere diesen Channel. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Ey Amigo, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Steig aus, Jungs. Dorfmotorrad kannst du auch aussteigen, Dorfmotorrad kannst du auch aussteigen. Steig aus, oder das knallt. So, du bleibst jetzt da. Bleib stehen, das knallt, sofort jetzt. Bleib stehen, das knallt. Bleib bei dem, bleib zwei, bleib bei dem Motorradfahrer, zwei bleiben bei dem Motorradfahrer. Links, dann bleib stehen jetzt, sofort. Nimm die Hände hoch. Du auch da hinten, nimm die Hände hoch. Hey, pack die Langwaffe weg, pack die Langwaffe weg. Alles klar, Ball weg. Pack mal die Waffen weg. Pack mal die Waffen weg. So, pack mal die Waffen weg. Der andere nicht, andere nicht. Du bleibst oben. Deine Hände bleiben oben. Nein, halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Was ist los? Halt deine Fresse, du Hurensohn, Mann! Mach den Seil dran, mach den Seil dran, schieß mal hin. Mach den Seil dran. Schieß mal hin. Mach den Seil dran, mach den Seil dran. Geh nämlich auf Dächer oder so. Ja, mach das. Mach den Seil dran, das fest. Was ist denn los mit euch, Jungs? Warum ballert ihr denn? Die Seile sind drauf. Warum ballert ihr denn? Zwei hinten, ja komm. Ey, auf dem Dach, auf dem Dach, auf dem Dach! Auf Dach, lieber, auf Dach! Komm, renn durch, renn durch, renn durch, renn durch! Was pusht, Hier bei mir, bei mir! Schön, schön! Wo ist der Letzte, wo ist der Letzte, wo ist der Letzte? Ey, da keine Ahnung, voll! Ich höre ne Schüsse, Bruder, ich weiß nicht wo! Ich auch! Wo ist der hinter, Bruder? Bruder? Tonio, ich hab ihn gesehen, Tonio! Das ist ins Haus gerannt! Nee, hinter das Haus! Ich bin hier, ich bin hier! Hier, hä? Wo ist der? Wie, was ist das? Hier, der ist hier, der Baum! Vor dir ran, wir sind schießt einer. Ja, ich seh ihn, seh ihn. Der ist low, komm. Hier, vor dem Haus. Glaube ich. Hier. Ah, warte weg. Down, down, nächster Hurensohn liegt, Digga. Nächster Hurensohn liegt, Digga. Guck mal, liegt einer von uns, guck mal, deine ganze Drecksfamilie liegt. Deine ganze Drecksfamilie liegt. Keiner von uns liegt, Mann. Gehen jetzt hin, wir gehen jetzt alle zu dem Surfer. Du Stück Scheiße, Digga. Gehen jetzt zu dem Surfer, du kleiner Nuttensohn. Was für ein Gärtner, was für Gärtner. Hör mir zu. Hast du mich, erinnerst du dich noch? Ja, wir nehmen Masse mit und den Rest lassen wir liegen. Steigt in eure Autos, Jungs, warte, du wirst mir mit. Ja, Jungs, ey, guck mal, ohne Scheiß. Gib mir die Langwaffe, wir reden. Ja, ist auch gut, Digga. Die kriegst du, ich wollte nur gucken, dass ich keinen Scheiß mach. Komm. Was soll ich mit euch komm mit, komm, ja, du kommst mit uns. Du kommst mit uns, renn, sag er soll rennen. Du renn jetzt, komm, du sollst rennen, Bruder. Ich hab keine Zeit. Jungs, wo sind die Autos? Wo sind die Autos? Fahrt, fahrt, der Raid muss was anwesen. Ja, John, ich hol dich ab. Ja, okay, hier. Nein, sag mir jetzt nicht, du sollst hier raus. Der soll jetzt raus. Nee, 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 komm mit, komm mit, komm. Weil er meinte, wir wären Gärtner. Ja, hier soll den Rasen mähen. Oh mein Gott, was hat er gesagt? So, du kommst mal jetzt mal mit mir, komm mal mit mir. Hallo, ist schlecht. Komm. Ja. Komm. Ich komme, alles gut. Jungs, was wollt ihr denn jetzt noch? Ja, das willst du sehen, Digga. Einfach ruhig bleiben. Ich bin noch ruhig. Schau, ist allein nicht zu Ende, Alter. Ja, soll ich, komm, soll ich schon mal hier rüber. Schlagen, gute Idee. Hey. Ja, Pendach, komm jetzt rüber. Ich hoffe, du hast dich nicht verletzt. Komm, weiter. Ich suche hier einen kleinen Lochbeine. Also, ich denke mal, den Ort kennst du ja hier sehr gut. Aha. Hast du ja noch großkotzig darüber erzählt, so. Aha. Aber man denkt, der kann ihnen einen Schlag geben. Die sieben können ihnen einen Schlag geben. 7-11. Komm mal mit, komm mal mit hier nach hinten. Oh mein Gott! Geht, ne? Oh, was haben wir denn da, Geiles? Hä, hey, was ist das denn? Ist da, steht da etwa ein Rasenmäher, was die Gärtner benutzen? Ja, guck mal. Du lieferst Bohnen, du lieferst 20.000 Bohnen der Woche an Midnight, du lieferst uns Rasen, hast du verstanden? Zeig mal, was für ein guter Gärtner du bist. Wir brauchen ja ein paar neue Gärtner bei uns, heißt du? Zeig mal. Zeig mal deine Skills mal jetzt. Unser Nachbarn, der Rasen. So, dann lassen wir da einmal aufsteigen. Jungs, ihr könnt das direkt mal euch abschminken. Oh, was für Du wirst sowas von jetzt dich auf diesen scheiß Rasenmäher setzen und wirst jetzt die Rasenmähen, hast du verstanden? Ich mach mal hin jetzt im KH. So, ich geb dir jetzt noch 5 Sekunden. 5. Warte, die Jets-Nachbarn sollen hier rumballern dann. Stimmt. 3. 2. Chill. Wenn er gerade dabei ist. So. Okay, und jetzt? Du hast gedacht, komm ja, jetzt guck ein bisschen im Kreis, ein bisschen den Rasen. Bisschen Rasen. Der Rasen, ist hier ein bisschen hoch. Da ist ein Baum. Soll ich eure Gelüste jetzt erfüllen? Ja, richtig. Was würde der? So, eure Gelüste. Mach du bist unser Gärtner, Digga. Guck mal, wer lacht, Digga. Er hätte es jetzt richtig hops genommen, weil er meinte untere Gelüste. Digga, wir nehmen dich gerade durch, Digga. Du nennst uns Gärtner, du mähst unseren Rasen, du Schwanz. Jungs, kommt hier. Nein, nein, lass ihn einfach den Rasen. Nein, genau, nein, du hast recht. Du mähst den Rasen der Jens-Nachbarn.
Die du ja so großkotzig gerade geholt hast. Nein, weiter, hab ich gesagt, dass du aufhörst. Weiter. Junge, ich hab gemacht, was ihr gesagt habt. Mach weiter jetzt. Nein, Digga. Mach weiter jetzt. Du sollst Rasen mähen. Ich hab gemacht. Du sollst Rasen mähen. Jungs, ich hab gemacht, was ihr gesagt habt. Nein, du sollst Rasen mähen. Ich sag dir, wenn's reicht. Einen Scheiß geh ich nochmal drauf. Wie Scheiß sag ich? Was? Einen Scheiß geh ich nochmal drauf, Mann. Wie, Digga? Scheiß. Du bist in zwei Kreise gefahren, Junge. Mit der Mama. Ey, seid ihr Jungs. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr sowas wie Ehre besitzt. Ja? Ja, aber natürlich haben wir sowas. Was denn so? Du nennst uns Gärtner, wir zeigen so, uns Gärtner. Die, wir nehmen ja, ihr seid für mich auch fucking Gärtner, das ist meine fucking Meinung. So, und deswegen wirst du jetzt sehen, was du von deiner Meinung hast. Bist du selber schuld? Nee, Mann. Und von deiner großen Fresse bist du selber schuld. So. Meine kennt große Fresse bin ich selber schuld. Ja, bist du selber schuld. Natürlich bist du wegen deiner eigenen Fresse selber schuld, Digga. Hör mal zu, du mähst jetzt 22, 27 Rasen, ansonsten ballern wir dich um, hast du mich verstanden. Mach was du nicht lassen kannst. Du kannst jetzt direkt... Nee, warte, weißt du was? Geh weg jetzt, verpiss dich. Warte, Mann, warte, ganz kurz, ey, ist dir dein Leben nichts wert, oder was, hä? Ey, mein Leben ist jetzt scheißegal, pass auf jetzt. Entweder, hör zu jetzt. Aber ich hab alles gemacht, was ihr wolltet. Du hältst deine Fresse, pass jetzt auf. Entweder mischst du den Rasen, oder wir gehen zu deinen Jungs, und dann stellen wir eine Forderung. Willst du so machen? Und dann werden wir euch halt jeden Tag ficken, bis die Forderung da ist. Ah, ja. Stell den bei uns jetzt in den Garten, in den Pool, und bringen... Nein, nicht hier, wo die Cops gerade lang gefahren sind. Tu den bei uns im Garten jetzt. Nicht schießen, Bruder, wenn Cops hier in der Nähe sind, warte. Lass den dann schlicht den halt ab im Pool. Ich geb ihm einen Stich, Digga. Okay, ich geb ihm einen Stich. Oder warte mal, lass den Busch machen. Oh, Homo, Digga. Ja. Komm mit. Ey, du hier, komm mit. Jetzt siehst du, wie bei den Gärtnern ein Blatt dort funktioniert. Komm hier hin. Deine dumme Aktion, wirst du sterben, Junge. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. So, jetzt geh weg. Nein, jetzt geh weg von dem. Jetzt scheiß auf den. Geh weg von dem. Einfach in Ruhe lassen. Auch nicht checken, ob der Koma liegt. Der liegt wird so oder so im Koma liegen. Also scheiß drauf. Ich frag mich nur, was mit seinem ganzen Spastenhaufen da ist. Ja, gar nichts, Digga. Der wird am Ende wieder erinnert und dann kommt vielleicht wieder Gammo oder so. Die werden Auge machen, die haben alle überlebt. Ja, eben, alle haben überlebt. Eigentlich können wir direkt wieder einreiten, Digga. Ja, eben. Ich weiß nicht, sollen wir da hinfahren? Wollen wir machen? Wir sagen dann einfach Sachen geklärt. Ja, okay, das ist einfach. Wir fahren halt echt dahin so und machen kurz auch nochmal eine Ansage so und nehmen die auch alle hoch. Unser Rasen. Hast du doch gerade erzählt, was passiert ist? Unser Nachbar wird auch schnell Rasen gemäht. Das Ding ist so, ob wir das jetzt erzählen oder dein Kollege da selber irgendwann erzählt hätte. Bruder, hör doch auf. Hat keinen Unterschied gemacht. Nein, ist schon richtig. Ist schon richtig. Nein, ihr kniet euch jetzt hin. Also ich sag dir. Ihr kniet euch jetzt hin. Kann ich kurz reden, bitte? Also ich sag dir soweit, Bruder, ich weiß nicht, was passiert ist oder warum wir überhaupt geschossen haben, Digga. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir einen Konflikt haben einmal. Einmal hier in der Hood mit euch und einmal am Würfelpark. So, guck mal, wollt ihr, dass das auch aufhört und wir hier nicht mit Forderungen anfangen, weil das unnötig ist? Wollt ihr auch, dass das aufhört? Forderung oder Knien? Ihr wollt doch auch nicht diese Forderung scheiße. Das ist immer dasselbe. Ich kann es mir hören, ne? Gib mir zwei Langwaffen, 20 Max. Das ist gut, Bruder. Das ist ja, also. Und die ganze Frechheit, die ich mir anhören musste, wo ich sogar nicht mal da war. Oder wo ich sogar da war. Ja? Okay, und wer war das, Bruder? War ich das? Du warst dabei. Du warst einmal dabei. Als ich hier war mit meinem Nissan und ihr da auch alle so geredet, da war ich dabei. Und du warst auch dabei. Okay. Ja, aber ich hab nicht so geredet mit euch. Trotzdem gehört ihr Trotzdem seid ihr eine Sippschaft. Könnt ihr einzeln reden. Ey, du diskutierst jetzt. Es wird so reingezogen wie immer. Es ist genauso bei jedem und ihr gehört dazu. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann verlasst das Business. Bruder, wir haben alle allgemein auf Stress. Hallo, warte mal, was redest du jetzt noch? Entweder Forderung oder Knien. Suchst du aus. Knien oder Forderung. Geht euch jetzt hin, ich sag euch was. Ich will eine Entschuldigung danach hören und dann ist die Scheiße zu Ende. Knie dich hin, sag mal. Lass die Gärtner entschuldigen sich bei den Gents, fertig. Meinetwegen. Chill. Knie dich hin, ich seh bis drei. Mach's jetzt, knie dich hin und dann kannst du reden. Knie dich hin, dann kannst du reden. Ey. Forderung oder Knien, such aus. Nein, wenn du jetzt. Nein, du redest gar nicht mehr. Forderung oder Knien, such dir aus. Wenn du jetzt, wenn du Scheiße laberst, such ich mir jetzt aus. Ich entschuldige mich. Du kniest dich hin, ich höre dich nicht. Knie dich hin. Werde mich nicht hinknien. Ich hab's sogar besser, Digga, weil du gehst mir gerade richtig auf den Sack. Okay. Aha, Digga, die Art, Digga. Ja, ihr kommt jetzt mal alle drei mit in den Garten. Wir gehen mal alle direkt anwesend. Alle drei mit in den Garten. So, guck mal, du kommst mal jetzt hier rüber. Jo. So, in die anderen beiden, da bleibt er stehen jetzt. Guck mal. Du kriegst jetzt hier eine Pistole mit zwei Magazinen. So, du wirst jetzt nachladen. Jo. Bleibt euch hier hin zu mir, Jungs, komm. Ich spiel keinen Rambo, Digga. So, die beiden hier, ihr stellt euch jetzt an den Busch da. Sag mir nochmal, dass du dich nicht hinknien möchtest. Weil wenn du es nicht tust, dann erschießt du jetzt sofort den Typen hier. Oder ich schätze mein Leben sehr, aber bevor ich knie, das ist das Letzte, was ich mache. Du wirst jetzt deinen Kollegen erschießen, sonst wirst du jetzt sterben und deine anderen beiden Brüder auch. Ich gebe 10 Sekunden jetzt, deinen Kollegen da zu erschießen mit dem Windbreaker. Okay. Und was mit Knien? Eins. Oder du kniest. Warte. Oder du kniest. Ja. Aber du kniest nicht für eine Sekunde, du kniest und dann mal entschuldigst du dich. Oder du knallst ihn ab. 5. Also, ne, 6. Bevor ich hier. Ja, warte, Bruder, wenn du zählst, dann kann ich. Ja, rede einfach. So, guck mal, ich erlebe. Ich,
wertschätze mein Leben sehr, aber bevor ich als Gangster hier für euch knie, sterbe ich lieber mit Ehre. Ich sterbe lieber mit Ehre, Bruder. Okay, aber du wirst nicht mit Ehre sterben, du wirst, wenn, dann einfach damit sterben, dass du einen von deinen eigenen Brüdern umgebracht hast. Ja, wir bringen deine zwei Brüder auch um. Bevor ich meine Brüder umknalle, sterbe ich lieber. Ja, dann knie doch lieber. So oder so, wenn ich knie. Wenn dann, wenn ich deine Jungs vor dir oben, dann stehst du, dann okay. Gut, dann ballert ihr alle drei jetzt um. Ich werde nicht knien, Digga. Auf, so, ganz kurz, warte, wird's aber kurz ruhig. An Jesse, keine Ahnung. Und an Marshall, Jungs, ja, es tut mir wirklich leid, aber ihr habt eigentlich alles richtig gemacht, ihr hättet gekniet, aber nein, stabilisiert den, komm, stabilisiert den. Motorradfahrer, Motorradfahrer. Ja, aber nein, es soll keiner von denen hochkommen. Nein, Digga, der Arme, Digga, muss vorhin so hochkommen. Ist doch egal, Arme, Digga, es geht doch, es muss ja, es ist aber dann zu Ende, Jungs. Darum geht's, okay, was so hochkommt, ja, was redet okay, ihr da? Jungs, okay. Ihr seid wirklich so, ey, oh Gott. Wirklich? Rain halt deine Fresse. Ja, nein, Digga, dann kommt, was wollt ihr haben, dass hier der Medic kommt oder was? Und dann alle drei aufheben. Oder was? Das macht doch nur Probleme sinnlos. Ja, eben, wofür okay, wir haben uns doch schon entschieden, ja. Ja, ist okay. Guck mal, ob die noch ein anderes Handy haben. Ja, Jungs, ist OP, ja, chill. It's all about humanity.